So, dann herzlich willkommen zurück zum letzten Vortrag des heutigen Tages. Sie sehen schon, Stefan Feuerstein war heute Morgen schon mal hier, hat was über die Chartanalyse und verschiedene Märkte analysiert gesagt und wird jetzt noch mal aufzeigen, wie Sie bessere Trading-Ergebnisse in verschiedenen Zeitzonen erzielen können. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Erfolg, viel Spaß vor allem, nicht Erfolg, denn er kommt später erst. Viel Spaß beim letzten Vortrag, Stefan. So, hallo. Ich möchte Sie auch nochmal zur späteren Stunde zu meinem Vortrag Handel in verschiedenen Zeitebenen begrüßen. Könnte man ganz kurz das andere Bild bekommen? Genau. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Feuerstein. Ich bin seit etwas über 20 Jahren an der Börse mittlerweile aktiv, habe beruflich in den 90er Jahren beim Optionsscheinmagazin begonnen, war dort für die Chartanalyse zuständig, was damals noch etwas exotisch war, und habe auch verschiedene Optionsscheinstrategien damals gemacht. Habe das dann etwas weiterentwickelt, sodass meine Artikel dann auch im Terminmarktmagazin zu lesen waren, wo es dann vorwiegend um Optionsstrategien ging. Seit 2003 bin ich Herausgeber des Börsenbriefs Hebelzertifikate Trader und seit dem vergangenen Jahr bin ich als Head of Trading bei dem Börsenportal börsedaily.de für das Trading verantwortlich. Ja, statt mir gleich mit der Analyse selbst, es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Das trifft besonders auch für die Börse zu. Hier sehen Sie auf den ersten Blick einen Mann mit einem langen Bart und bei genauerem Hinsehen werden Sie entdecken, dass da eine Frau vorne dran steht. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, was sich auch auf die Börse übertragen lässt. Sie haben oftmals Unternehmensmeldungen, einen hervorragenden Gewinn, der bekannt gegeben wird und trotzdem stürzt die Aktie ab. Das bedeutet, man sollte sich das immer etwas genauer im Detail betrachten, um dann zu sehen, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, ergibt sich daraus vielleicht eine Trade-Möglichkeit. An der Börse habe ich auch immer so ein gewisses Grundrauschen drin, wo ich dann in die Tiefe gehen muss, um Details zu erkennen. Das ist, wenn Sie das nächste Bild sehen, werden Sie erst beim Hinzoomen feststellen, dass da eben eine Biene ist und vorher haben Sie einfach erstmal ein graues Bild wahrgenommen. Was mir wichtig ist, ist, ich möchte über die verschiedenen Zeitebenen halt eben ins Detail reingehen. Ich habe in der übergeordneten Zeitebene habe ich Signale, die ich halt eben verfeinern kann, wenn ich eins, zwei Ebenen tiefer gehe. Ein häufiger Fehler, was man immer wieder sieht, ist so ein Informations-Overkill, habe ich es mal genannt. Das ist ein Chartbild, wo einfach alles eingezeichnet ist, mit dem Ergebnis, dass Sie letztendlich gar nichts mehr erkennen. Das sind Trendlinien drin, das sind Fibonaccis drin, das sind Indikatoren drin. Also ich könnte da draus jetzt nicht wirklich was rauslesen. Und der Fehler, was viele dann auch noch machen, ist, dass sie in einer Zeitebene ähnliche Indikatoren verwenden, die sich selbst bestätigen. Das verfälscht etwas das Bild. Sie müssen sich das so vorstellen, wie wenn Sie selbst eine Aktie kaufen und die Unternehmensnachrichten angucken. Und dann werden Sie unbewusst selektiv die positiven Nachrichten höher gewichten als die negativen, weil Sie ja schon investiert sind. Und das Gleiche kann Ihnen auch mit der Chartanalyse passieren, indem Sie die Indikatoren wählen, die einfach Ihr Wunschszenario unterstützen. Um das etwas zu umgehen, arbeite ich gerne mit unterschiedlichen Zeitebenen. Ich versuche, Muster in einer höheren Zeitebene zu erkennen, die in ähnlicher Form auch in untergeordneten Zeitebenen auftreten. Das Ganze nennt sich dann Fraktaltheorie. Das heißt, die gleichen Muster sind in verschiedenen Zeitebenen erkennbar. Ich beginne zunächst mal mit den Chartformationen an sich und habe hier eine trendbestätigende Formation mitgebracht, die sogenannte Flaggenformation, gekennzeichnet durch einen kräftigen Anstieg und eine Konsolidierung in der Folge. Diese trendbestätigende Formation ist vollendet, wenn der Kurs aus dieser Konsolidierung nach oben ausbricht. Und ich kann aus dieser Formation auch sehr schön ein Kursziel ermitteln. Und zwar, indem ich die Fahnenstange abmesse und am Ausbruchsniveau nach oben abtrage.
Und daraus ergibt sich das Kursziel aus dieser Flaggenformation. Das ist jetzt das Idealszenario, wie so eine Flaggenformation aussieht. Ich werde es dann auch gleich im Chart noch sehen. Die sehen dann in der Realität nicht ganz so ideal aus. Ich habe, um das etwas näher zu verdeutlichen, habe ich zunächst den Monatschart der Allianz mitgebracht. Gehe da erstmal auf die klassische Art und Weise heran und zeichne mal Trendlinien ein. Ich habe einen langfristigen Abwärtstrend in der Allianz-Aktie, der Ende vergangenen Jahres nach oben überwunden worden ist, und habe einen mittelfristigen Aufwärtstrend, der so seit 2008 existiert. Für mich interessant ist jetzt in erster Linie in der Vergangenheit die verschiedenen Flaggenformationen. Ich habe es Ihnen schon gesagt, die sehen etwas anders aus im Kursverlauf. Deswegen wollte ich es hier nochmal darstellen. Interessant ist vor allem auch die Abwärtstendenz, weil eine Flaggenformation kann auch einen Abwärtstrend bestätigen. Das ist dann gerade einfach umgedreht. Das sehen Sie beispielsweise hier. Die Fahnenstange, die Konsolidierung, diese Bewegung nach unten abgemessen ergibt mir halt eben hier das Kursziel. Das heißt, wenn ich so eine Formation in einem Chart erkenne, kann ich danach handeln. Interessant ist es allerdings, wenn ich den in einem übergeordneten Chart erkenne, dann habe ich die Grundrichtung vorgegeben und kann dann eine Zeitebene oder zwei Zeitebenen tiefer gehen und kann mir im Detail das nochmal anschauen und kann dann auch vom Timing her einen idealen Einstieg wählen. Interessant ist jetzt weniger die Vergangenheit, sondern eher das aktuelle Szenario. Deswegen das, was hier blau markiert ist, wollen wir uns jetzt nochmal im Detail, und zwar im Wochenchart, anschauen. Sie sehen hier die rote Linie, das ist eben der langfristige Abwärtstrend, was ich erklärt habe. Zusätzlich der mittelfristige Aufwärtstrend. Und in dieser Zeitebene kann ich schon noch mit mehr Details arbeiten. Ich habe hier noch einen kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Der ist für mich insofern interessant, dass ich mir nach oben hin schon mal Kursziele definieren kann. Das ist in der Regel pendelt ein Kurs eben innerhalb des Trendkanals, sodass ich nach unten, die untere Begrenzungslinie, ist das Rückschlagspotenzial, was ich einräumen kann. Und mit der oberen Trendlinie kann ich als Kursziel zunächst mal arbeiten. Interessant auch hier, zwei Flaggenformationen. Die eine habe ich gerade schon mal in der höheren Zeitebene gezeigt. Die andere ist nach der Trendwende 2009 eben auch wieder der steile Anstieg und die Konsolidierung und dann eben im Anschluss dann der Ausbruch nach oben. Ich habe die Flaggenformation in der linearen Skalierung erklärt am Anfang. Ich verwende gern die logarithmischen Charts, sodass die Bewegungen nach oben zwar hier im Chartbild etwas geringer aussehen, aber tatsächlich dann auch dem entsprechen, was die Fahnenstange ist. Interessant im aktuellen Bereich ist die Konsolidierung, die Ende letzten Jahres knapp unterhalb des Abwärtstrends aufgetreten ist. Sie sehen auch hier im Herbst einen steilen Anstieg und dann eben diese Konsolidierung unterhalb des Abwärtstrends, was so ein gewisses Kräftesammeln ist. Das ist sehr häufig an Trendlinien zu beobachten und dann geht es mit Schwung über die Trendlinie hinaus. Auch hier wollen wir uns dieses Szenario noch mal eine Ebene tiefer anschauen im Tageschart. Sie sehen hier diesen Aufwärtstrendkanal, den ich eingezeichnet habe. Sie sehen hier die erste Flaggenformation unterhalb des Abwärtstrends. Und Sie sehen, der Kurs ist im Anschluss wieder angestiegen und hat wieder jetzt die ersten Wochen in diesem Jahr eine Konsolidierung vollzogen, womit ich die zweite Flaggenformation drin habe. Diese beiden Formationen, diese beiden Ausbrüche sind zeitgleich auch noch im MACD, den ich unten eingeblendet habe, bestätigt worden, indem ich in beiden Fällen jetzt noch ein Kaufsignal habe. Das bedeutet, das jüngste Kaufsignal ist noch
zu wenig, um es zu beweisen zu können. Deswegen, ich habe jetzt beide mal eingemalt. Beim ersten sehen Sie, es hat funktioniert, und das zweite ist jetzt halt eben mit der ähnlichen Formation aufgetreten, sodass es für mich jetzt den Anschein hat, als ob die Allianz-Aktie auch in den nächsten Wochen noch weiter anziehen kann. Nehme ich jetzt die letzte Flaggenformation. Von dem Idealbild haben Sie vielleicht noch im Kopf die Fahnenstange, messe ich ab und trage diese Fahnenstange am Ausbruchsniveau nach oben ab. Und damit komme ich in der Allianz in den nächsten Wochen auf ein Kursziel im Bereich 130, 135 Euro. Das ist, was mir jetzt diese unterste Zeitebene im Tageschart vorgibt. Um jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, gehe ich wieder ein, zwei Schritte nach oben, in dem Fall in den Monatschart oder in den Wochenchart, und schaue mir dann an, wo sind denn Widerstände nach oben hin, deckt sich das vielleicht mit meinem Kursziel, weil dann wird es nach oben hin kritisch, dann habe ich weniger Potenzial, und wenn ich erfolgreich an der Börse handeln möchte, ist für mich immer wichtig, welche Gewinnwahrscheinlichkeit habe ich und wie groß ist mein Risiko auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt nach oben hin in den Bereich an die 130 Euro heranlaufe und kein weiteres Signal habe, dann wird die Luft immer dünner, sodass ich meine Gewinne dann eng absichern muss oder eventuell, um Risiko aus der Position zu nehmen, auch mal einen Teilgewinn oder einen Gewinn mitnehme. Sie sehen eben hier, das Zwischenhoch von 2008 ist so im Bereich 135 Euro. Die obere Begrenzungslinie des kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrends schneidet diesen Bereich dann auch in den nächsten Monaten. Und deswegen, da wird die Luft für mich erstmal dünner, da würde ich dann langsam rausgehen aus der Position und würde dann halt eben nach anderen Werten suchen, die mir eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit versprechen. Eine weitere Möglichkeit, in verschiedenen Zeitebenen zu arbeiten, sind Kerzenformationen. Auch diese Formation ist, egal ob es jetzt ein Monatschart ist oder ein Stundenchart, immer wieder erkennbar. Ich fange mal grundlegend an, eine Kerzenformation, es bildet einfach eine Handelsspanne ab. Das kann jetzt eine Kerze, kann ein Handelstag sein oder auch eine Handelsstunde oder einen ganzen Monat. Wichtig dabei ist immer, ich habe eine leere Kerze, wenn der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs ist. Das heißt, ich habe eine positive Tagesentwicklung oder Monatsentwicklung in dieser Kerze. Auf der anderen Seite gibt es eine negative Kerze, die dann in der Regel eingefärbt ist, wo ich dann auf den ersten Blick erkennen kann, der Schlusskurs liegt unter dem Eröffnungskurs und kann an einem normalen Chartbild sofort sehen, da ist es nach unten gegangen, das ist nach oben gegangen. Diese Kerzeninformationen geben mir etwas mehr an Info mit, als wenn ich jetzt einen Barchart verwenden würde oder einen Linienchart. Auch hier habe ich jetzt einfache Formationen mal rausgesucht, die man ganz einfach im Chart auch erkennen kann. Das erste ist ein Schwächesignal, ein Doji. Da haben Sie eine relativ große Handelsspanne von Tiefkurs zu Höchstkurs und der Eröffnungskurs fällt annähernd mit dem Schlusskurs zusammen. Um es etwas blumiger zu formulieren, die Bullen und Bären haben tagüber miteinander gekämpft und zum Schluss gab es eine Pattsituation. Das ist für mich einfach ein Anzeichen dafür, jetzt wird es irgendwo kritisch. Ich müsste jetzt einfach mal eins, zwei Zeitebenen tiefer nachschauen. Gibt es vielleicht Formationen? Wie sieht die Situation aktuell aus? Eine weitere Kerzenformation ist ein positives Überdeckungsmuster. Da haben wir dann schon zwei Kerzen. Das heißt, der negative Vortag, wenn ich im Tagesbereich bin, wird von einem positiven heutigen Handel überdeckt. Das Gleiche gibt es auch umgekehrt als negatives Überdeckungsmuster, wo der heutige negative Tag einfach eine höhere Handelsspanne gehabt hat als der gestrige positive Tag. Ist jetzt wieder sehr theoretisch, schauen wir uns dann alles gleich noch einmal im Monatschart der BASF-Aktie an. Mit etwas geübtem Blick werden Sie die Umkehr gleich an ein positives Überdeckungssignal erkennen. Darüber hinaus haben Sie auch diese Schwächeformationen, die ich hier nochmal kenntlich gemacht habe. Und da ist jetzt speziell, schauen wir uns einfach mal diesen letzten Doshi an und zoomen hier nochmal rein. Ich habe hier beide Kerzen markiert.
weil in diesem Wochenchart lässt sich dann die positive Kerze als Anstieg erkennen und diese Schwächekerze stellt die Konsolidierung dar. Und wenn Sie sich noch an diese Flaggenformation erinnern, die ich eingangs erwähnt habe, haben wir hier genau eine solche Formation, die ich aber erkannt habe, indem ich einfach eine bestimmte Kerze aus dem Monatschart genommen habe und habe gesagt, jetzt will ich einfach mal sehen, was ist denn dahinter. Und auch hier, wenn ich diese Fahnenstange nach oben abtrage, komme ich eben auf das Kursniveau, was die Aktie Anfang des Jahres erreicht hat. Interessant ist die BASF-Aktie aber aktuell immer noch, weil die Aktie konnte Ende des vergangenen Jahres den markanten Widerstand bei 70 Euro überwinden und hat nun im Zuge von der, ich nenne es mal Pullback-Reaktion, diesen ehemaligen Widerstand als Unterstützung bestätigt. Das ist, da ich ja schon gesagt habe, wichtig für mich ist ein interessantes Verhältnis von Chance zu Risiko. Habe ich hier durch die Unterstützung kann ich mein Risiko klar definieren. Ich könnte jetzt hier einen Stoppkurs zum Beispiel bei 69 Euro setzen und hätte vielleicht ein Einstiegsniveau aktuell 73, 74 Euro. Das heißt, mein Risiko ist bei diesem Trade schon mal von vornherein definiert. Betrachte ich jetzt diesen Anstieg nach oben, was Ende des Jahres oder über den Jahreswechsel erfolgt ist, plus diese Konsolidierung in den letzten Wochen, könnte sich das wiederum als Flaggenformation zeigen. Wichtig ist, dass der Ausbruch erfolgt. Und würde dieser Ausbruch nach oben erfolgen, ergibt sich bei der BASF-Aktie dann ein Kursziel, ein Kursziel im Bereich um die 90 Euro. Das bedeutet, wenn ich jetzt bei 74 Euro einsteigen würde, hätte ich eine Chance von 16 Euro, auf der anderen Seite ein Risiko von 5 Euro, was für mich dann ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis ist, weil da bin ich bei über 1 zu 3. Eine weitere Möglichkeit, in verschiedenen Zeitebenen zu handeln, ist auch, indem ich Indikatoren verwende. Ich habe hier den MACD mal beispielsweise mitgebracht, weil den können Sie mittlerweile im Internet auf jeder Chart-Analyse-Software-Seite selbst einblenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Indikatoren oder speziell den MACD zu interpretieren. Ich schaue mir zunächst an, der MACD pendelt im positiven und um die Nulllinie, im positiven und im negativen Bereich. Ich habe überkaufte und überverkaufte Zonen. Diese Zonen nutze ich, um die klassische Interpretation, der Schnittpunkt der beiden Durchschnittslinien, zu filtern. Das bedeutet, je höher im positiven Terrain ein Verkaufssignal entsteht, umso aussagekräftiger ist dieses Signal für mich. Das ist, wenn Sie das, ich habe den dann gleich eingeblendet, da werden Sie sehen, es gibt so ein bisschen hin und her gependelt und da gibt es sehr viele Signale. Wenn ich diesen Vorfilter verwende mit den überkauften und überverkauften Zonen beziehungsweise mit den Extremzonen, kann ich sehr gute Signale rausfiltern und lasse die schlechten einfach weg. Die können andere Leute handeln. Eine weitere Möglichkeit, den MACD zu interpretieren, wie auch andere Indikatoren, ist, dass ich mit Divergenzen arbeite. Das heißt, der Kurs zeichnet sich durch fallende Tiefpunkte beispielsweise aus, während mein Indikator schon nach oben steigt. Das ist für mich ein Signal, dass eine Trendwende von unten nach oben kommen könnte. Das gibt es auch umgekehrt, indem ich steigende Hochpunkte habe im Kursverlauf der Aktie und der Indikator fällt schon nach unten. Das nennt sich dann positive oder negative Divergenzen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal im Wochenchart von der E.ON-Aktie an. Sie sehen im Wochenchart, dass die Aktie in 2011 deutlich nach unten gefallen ist, konnte dann aber wieder nach oben drehen und ist jetzt im letzten Einbruch wieder an das Niveau von 2011 zurückgekehrt. Jetzt stellt sich für mich die Frage, hält diese Unterstützung, die hier im Chartverlauf sehr gut zu erkennen ist, damit hätte ich wieder ein klar definiertes Risiko. Ich kann meinen Stoppkurs sehr schön unterhalb von dieser Unterstützung platzieren und muss jetzt nach oben hin dann gucken, wie ist meine Chance dabei. Beziehungsweise würde der Kurs jetzt an dieser Unterstützung halten und nach oben drehen oder nach unten wegbrechen. Sehr schön sieht man hier, dass die Tiefpunkte stagnieren bzw. ganz leicht fallen sind, während der MACD durch steigende Tiefpunkte sich auszeichnet. Das ist jetzt in dem Wochenchart seit 2011
eine positive Divergenz, die ich jetzt wiederum in die nächste Zeitebene in den Tageschart nach unten mitnehme. Ich habe hier jetzt, ohne dass hier was eingeblendet ist, aus diesem Wochenchart sozusagen eine positive Grundtendenz erstmal, die ich geistig mitnehme. Interessant hier in diesem Tageschart, zunächst die Unterstützung, dass man es klar erkennen kann. Ich habe auch hier eine positive Divergenz. Ich habe fallende Tiefpunkte in der E.ON-Aktie in den letzten Monaten und steigende Tiefpunkte in dem Indikator selbst. Das heißt, in zwei Ebenen habe ich zweierlei positive Divergenzen, sodass es für mich danach aussieht, als ob die Unterstützung halten könnte und der Kurs dann nach oben abdreht. Bei der E.ON-Aktie gehe ich daher davon aus, dass eine technische Reaktion den Kurs erstmal so an das bisherige Jahreshoch, so bei 14,50 ungefähr, führen könnte. Dann sollte sich im Idealfall wahrscheinlich erstmal eine Konsolidierung zeigen, ähnlich wie wir es vorhin bei der Allianz-Aktie gehabt haben, am Abwärtstrend. Und dann muss ich dann schauen, gibt mir dieses Chartbild dann vor, dass wir nach oben weitergehen oder nicht. Also vielleicht ergibt sich da ja auch wieder eine Flaggenformation, wo ich dann mehr Informationen rauslesen kann. Bislang habe ich jetzt mit Monats-, Wochen- und Tagescharts gearbeitet. Es gibt aber noch die Möglichkeit, das Ganze noch weitere Ebenen tiefer zu betrachten. Ich habe ebenfalls erklärt, dass ich den MACD versuche, über die Extremzonen auszufiltern. Ich habe hierzu mal den Tageschart von Gold mitgebracht und habe einfach die Extremzonen des Indikators in den letzten Monaten mal kenntlich gemacht, als es ein Kauf oder ein Verkaufssignal gar. Man sieht sehr schön, das Kaufsignal wäre profitabel gewesen, genauso das Verkaufssignal. Interessant hierbei ist jetzt, dass es zuletzt zum Monatswechsel wieder ein Kaufsignal gegeben hat. Würde ich jetzt allerdings nur den Tageschart verwenden mit dieser Indikatoreinstellung und dann wäre ich Ende Februar, hätte ich eine Long-Position aufgebaut. Das bedeutet, ich wäre wahrscheinlich in diesem Bereich hier eingestiegen und wäre wahrscheinlich irgendwo hier ausgestoppt worden. Insofern gehe ich auch hier eine Zeitebene tiefer und schaue mir dann mal den Stundenchart an. Das ist in erster Linie wichtig, wenn jemand etwas aktiver ist, dass er dann mehr Informationen hat. Wann kann man auch im Tagesverlauf vielleicht mal einen Einstieg timen? Sie sehen hier, es war dieser Anstieg Anfang des Monats. Und ich hatte beim Indikator hier auch wieder ein Verkaufssignal. Das deutet jetzt für mich darauf hin, ich habe von dem Tageschart eine positive Grundtendenz und warte jetzt im Stundenchart nur auf ein Kaufsignal. Was jetzt am Donnerstag erfolgt ist, würde ich das Ganze, diese Markttechnik aus dem Indikator jetzt noch auf die reine Charttechnik übertragen. Ich kann hier sehr gut erkennen, der Goldpreis hat so bei circa $1,600 momentan ein Problem. Da ist eine charttechnische Hürde drin. Aufgrund von den Kaufsignalen, die ich momentan drin habe, gehe ich davon aus, dass die 1600 in Kürze fallen und dass dann weiterer Aufwärtsdruck reinkommt, weil ich dann auch ein rein charttechnisches Kaufsignal habe. Eine weitere Möglichkeit, in Zeitebenen zu arbeiten, ist, dass ich Saisonalitäten verwende. Ich kann Saisonalitäten aufs Jahr beziehen. Ich kann aber auch Jahrzehnte untersuchen. Das ist, Larry Williams hat es mal sehr schön gemacht, der hat mal einen langfristigen Vergleich gemacht, in welchen Jahren bietet sich denn ein Kauf an und in welchen Jahren bietet sich es dann eher an, Gewinne mitzunehmen. Und wenn Sie die letzten zwei Jahrzehnte betrachten, werden Sie feststellen, dass in den Dreierjahren waren immer schöne Kaufjahre, dann gab es eine schöne Hoss bis in die 7er Jahre. Und in den 7er Jahren hätte man am besten mal die Gewinne mitgenommen und dann hätte man den Rest gar nichts mehr machen müssen. Das ist einfach ein kurzer Zyklus im Jahrzehnt, wo einfach von einem starken Aufwärtstrend geprägt war. Mit der Erkenntnis haben wir jetzt momentan ein interessantes Niveau, wenn ich die Vergangenheit in die Zukunft projizieren kann. Und müsste das jetzt beim Aktienmarkt dann nochmal auf die einzelnen Monate runtergliedern und könnte dann daran erkennen,
dass zum Beispiel beim DAX sind die ersten 4 Monate immer von einer positiven Tendenz geprägt. Der April ist neben dem Dezember einer der besten Monate. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe das mal seit 1980 verglichen, habe mir so eine Grafik dazu gemacht und da kann man sehr schön sehen, es gibt tendenziell ein Sommerloch. September ist ein sehr schlechter Monat, der August ist auch kein guter Monat, aber Anfang des Jahres kommt normalerweise immer der Schub nach oben rein. Auf den DAX übertragen würde das bedeuten, ich habe ein Dreierjahr, ich habe jetzt mit dem April habe ich einen guten Monat. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass der DAX jetzt im April auf ein neues Allzeithoch geht und dann vielleicht im weiteren Verlauf, wenn dann der Sommer so langsam kommt, dass es dann von oben nochmal eine Pullback-Reaktion kommt, wo dieser ehemalige oder momentane Widerstand bei 8.150 nochmal als Unterstützung dann bestätigt wird und dann in der zweiten Jahreshälfte dann der Aktienmarkt dann deutlich nochmal nach oben durchstattet. Saisonalitäten sind speziell bei Rohstoffen interessant, weil Rohstoffe, speziell Agrarrohstoffe, gewissen Erntezyklen unterliegen. Das heißt, ich habe eben meine Ernte, ich habe meinen Jahreszyklus drin, ich weiß, wann eben Kaffee oder Kakao oder was auch immer geerntet wird. Und deswegen funktionieren Saisonalitäten ganz besonders gut bei Agrarrohstoffen. Ich habe hier mal auf der linken Seite habe ich den saisonalen Verlauf von Zucker in den vergangenen 35 Jahren mal dargestellt. Man sieht sehr schön, dass bis Anfang Juni eher mit einer schwächeren Tendenz zu rechnen ist. Dann gibt es eine kurze Zwischenerholung im Sommer. Dann geht es im Spätsommer nochmal bis in den Herbst nach unten. Und zum Jahresende hin ist dann wieder eine freundliche Tendenz zu erwarten. Ich habe auf der rechten Seite, sehen Sie mal den Zuckerpreis in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich diese Saisonalität, habe ich einfach mal in diesen Zuckerpreis mit eingezeichnet, wo man sehr schön sieht, Zucker hat man in den letzten Jahren allein nach der Saisonalität schon sehr schön handeln gekonnt. Man könnte jetzt diesen einen Aspekt noch verfeinern, indem ich jetzt auch bei Zucker mit verschiedenen Monats-, Wochen-, Tagescharts arbeite, dass ich mit Indikatoren arbeite, sodass sich dann von meinem Handeln ein schöneres Gesamtbild ergibt. Ich würde nicht immer nur jetzt nur Saisonalitäten handeln oder nur Kerzenformationen, sondern die Kombination aus verschiedenen Sachen mit unterschiedlicher Gewichtung macht eben den Erfolg oder Misserfolg dann auch aus an der Börse. Ich persönlich handle vorwiegend mit Turbos und ich habe hierzu mal einen Screenshot von ING Markets mitgebracht. Da kann man alles, was ich vorgestellt habe, da gibt es auch Turbos dafür. Sie können in der Suchmaske oben einfach schon die ersten Buchstaben eingeben, das vervollständigt dann von selbst. Sie sehen dann schon eine Vorgabe von Werten. Sie können sehr schön Long oder Short für steigend oder fallend auswählen und Sie können auch noch beim Produkttyp dann auswählen, möchten Sie ein Turbo mit Stop-Loss oder wo der Stop-Loss gleich dem Basispreis ist. Und je nach Auswahl spuckt es Ihnen dann unten auch gleich die entsprechenden Scheine aus. Das heißt, wenn Sie jetzt auf steigendes Gold setzen wollen, lässt sich damit relativ einfach auch Scheine raussuchen. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, Handel mit Zeitebenen. Übergeordnete Zeitebenen können als Vorfilter einer Trendrichtung dienen. Ich habe in der übergeordneten Zeitrichtung Zeitebene ein Kaufsignal, was mir eine positive Grundtendenz für die untergeordnete Zeitebene mitgibt. Das bedeutet, ich würde in der untergeordneten Zeitebene dann eben besonders auf die Kaufsignale achten, wenn diese positive Grundtendenz da ist. Wenn die Grundtendenz negativ ist, achte ich besonders auf die Verkaufssignale. Betrachtet man sich verschiedene Zeitebenen, ergibt sich ein besseres Gesamtbild. Sie können sich an diesen Informations-Overkill vom Anfang erinnern, dieses Chartbild, wo alles eingezeichnet war. Wenn ich in verschiedenen Zeitebenen arbeite, ergibt sich ein wesentlich klareres Bild, als wenn ich nur in einer Zeitebene alle möglichen Sachen einblende. Was interessant ist, ist, dass diese Formation, ob das jetzt ein Kaufsignal beim MACD ist, ob das eine Flaggenformation ist, ob das jetzt ein positives oder negatives Überdeckungsmuster ist, diese Formationen, diese Signale finden Sie in jeder Zeitebene, vom Monatschart zum Tageschart, zum Stundenchart, zum 15-Minuten-Chart.
Ich beginne daher immer in der obersten Zeitebene und arbeite mich dann sukzessive nach unten. Was für mich aber auch den Vorteil hat, dass ich, wenn ich in der obersten Zeitebene bin, muss ich gar nicht ständig irgendwie den Markt beobachten. Mir reicht ja, wenn ich in der obersten Zeitebene eine positive Grundtendenz erkennen kann, dann wird für mich eine Aktie oder ein Markt interessant und dann gehe ich ins Detail rein und warte nur drauf, wann kann ich einsteigen. Im weiteren Sinn kann man Zeitebenen auch über den Handel mit Saisonalitäten oder Zinszyklen noch umschreiben. Das heißt, ein Zinszyklus ist von mir aus jetzt, wenn ich sage, die Zinsen sind die letzten Jahre eigentlich jetzt auf ein historisches Tief gefallen. Damit wird der Markt jetzt mit sehr viel Liquidität versorgt. Jetzt kann ich über den Zinszyklus hinausschauen, wann dreht denn der Markt. Und interessanterweise ist es so, dass der Markt einen oberen Umkehrpunkt hat, wenn die Zinsen bereits angehoben worden sind. Das heißt nicht, wenn begonnen wird mit der Anhebung, sondern wenn schon eine erhebliche Anhebung stattgefunden hat. So, zu guter Letzt möchte ich ganz kurz auf börsedaily.de hinweisen, weil dieser Vortrag mit allen Charts, mit allen Informationen und auch alle anderen Vorträge, die ich heute gehalten habe, sind dort kostenlos in der kommenden Woche als PDF downloadbar. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt nicht alles mitgekriegt haben, mitgeschrieben haben, Sie können sich alles dort noch einmal kostenlos herunterladen und ausdrucken, wenn Sie das möchten. Bei Börse Daily selbst haben wir tägliche Analysen und Updates zum deutschen und zum US-Markt. Sie bekommen am Morgen eine DAX-Analyse und bekommen noch Einzelanalysen zu DAX-Werten. Und am Nachmittag bekommen Sie ein kurzes DAX-Update plus eine Einschätzung für den US-Markt. Darüber hinaus haben wir tägliche Analysen und Strategien zu Rohstoffen und Devisen sowie wochentäglich Strategien mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das bedeutet, wir haben am Montag haben wir eine Trading-Strategie, am Dienstag haben wir Strategien mit exotischen Produkten, mit Stay-High, Stay-Low-Optionsscheinen, mit Inline-Optionsscheinen, wo man auch mal eine Seitwärtsphase handeln kann. Am Mittwoch im Spotlight haben wir Anlagestrategien. Das sind dann auch mal Strategien mit einem Bonuszertifikat zum Beispiel dabei. Am Donnerstag haben wir Trendfolgestrategien, die vorwiegend aber mit Turbos umgesetzt werden. Freitags haben wir jetzt neu in diesem Jahr, also die Grafik ist noch ein bisschen älter, freitags haben wir neue Optionsscheinstrategien. Sind insofern interessant, weil bei Optionsscheinen ein Volatilitätseinfluss vorhanden ist. Und in Zeiten, wenn der VDAX eben fast ein historisches Tief erreicht hat, macht es vielleicht auch Sinn, die Vorteile von einem Optionsschein mal auszuspielen, was die letzten Jahre irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Am Samstag schließen wir die Woche dann ab mit Strategien auf deutsche Nebenwerte, wo dann Aktien vorgestellt werden. Das Ganze ist kostenlos im Internet unter www.börsedaily.de. Sie können sich da auch für den Newsletter eintragen, auch wenn Sie sagen, mich interessiert jetzt nur die Trendfolgestrategie oder die Optionsscheinstrategie, können Sie einzeln anhaken und können dann sagen, je nach Interesse, das möchte ich künftig per E-Mail bekommen, oder aber Sie können sich die Strategien auch auf dem Portal selbst betrachten. Darüber hinaus finden Sie alle Vorträge, die ich heute auf dem Börsentag gehalten habe und auch die ich in den letzten Börsentagen in anderen Städten schon gehalten habe, sodass Sie so ein Bild machen können, was hat denn der Vorhersteller erzählt, war das richtig oder war das falsch. Das ist, kann man es vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Die Redakteure, die bei uns bei Börse Daily arbeiten, sind in ihrem Segment Profis. Die traden, die leben eigentlich vorwiegend von ihrem Eigenhandel. Und diese Kompetenz stellen wir auch ING Markets für den Markets Club zur Verfügung, sodass sie zum Beispiel Live-Analysen montags und mittwochs bekommen, das als Videostream abrufbar ist. Darüber hinaus finden Sie in dem Markets Club noch weitere Tools, die fürs Trading interessant sein können, können sich unter ingmarkets.de/club kostenlos anmelden. Damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen viel Erfolg an der Börse. Ja, vielen Dank auch dir, Stefan, für den tollen Vortrag. Ich denke, der ein oder andere konnte sicherlich einiges mitnehmen, wie man jetzt ein bisschen erfolgreicher an der Börse auch sein kann. Jetzt wäre erstmal wieder die Frage an Sie. Haben Sie Fragen an Stefan Feuerstein?
Ansonsten, Sie können aber kurz überlegen, im Internet kamen auch wieder Fragen auf, beziehungsweise eine Sache, die ich erstmal gerne wissen würde. Ich war jetzt auch schon das ein oder andere Mal bei dir zu Hause. Sie müssen sich vorstellen, Stefan hat ungefähr 38 Monitore vor sich. Da frage ich mich immer, wie man da durchblicken kann. Und ich glaube, dich hat hier mal jemand, ein Handwerker, gefragt, ob du bei einer Wetterstation arbeitest. Von daher würde mich einfach mal interessieren, wie dein Tagesablauf aussieht. Wann stehst du auf? Wann fängst du an, dir die Börsennachrichten anzugucken oder die Charts? Und wie lange geht dein Tag überhaupt? Also ich fange morgens deutlich vor Börseneröffnung an. Schau mir, was stehen für Termine an. Was in erster Linie Konjunkturdaten, die den Markt bewegen können, wenn ich jetzt im kurzfristigen Bereich trade, dann schaue ich mir an, wie war der Abend, was hat vielleicht Asien noch mitgemacht, sodass ich im Prinzip, bevor der Handel beginnt in Deutschland, schon darauf vorbereitet bin und da keine Überraschung erlebe. Interessant ist im kurzfristigen Bereich, wenn ich schneller trade, ist so der Vormittag. Da ist so bis 11:30 Uhr ist immer Bewegung drin. Um die Mittagszeit flacht es dann ab, dann wird es langweilig. Wenn ich da Positionen handle, versuche ich auch dann um die Mittagszeit da schon wieder rauszugehen, was jetzt das Daytrading anbelangt. Ein bisschen Schwung kommt dann noch mal am Nachmittag rein. Aber im Endeffekt, wenn ich das erfolgreich mache, reichen mir die Stunden am Morgen schon, um positive Trades zu machen, und den Rest des Tages schaue ich mir dann nur noch die Märkte an. Und nur im Einzelfall würde ich am Nachmittag noch das Risiko eingehen, weil im Extremfall müsste ich die Position dann über Nacht halten und habe dann ein riesiges Risiko drin, dass ich so nicht kalkulieren kann. So hast du nichts mit Wetter zu tun? Nee. Nur wenn es schön ist und du kannst rausgehen ab dem Nachmittag. Ja, genau. Sehr gut. Dann kam die Frage im Internet von Lothar. Du hast ja sehr viel mit Hebelzertifikaten, handelst du ja sehr viel, hast du eben ja gesagt. Wie berechnest du da die Chancen und die Risiken, beziehungsweise wann gehst du einen Trade ein? Du hast ja eben bei Allianz gesagt, Chance zu Risiko war 3:1. Was ist so dein Minimum, was eine Aktie aufweisen muss, dass du sagen kannst, okay, ich kaufe ein Hebelzertifikat, und welche Hebel handelst du in etwa? Okay, also bei Aktien handle ich beim Positionstrading, was über einige Wochen geht, in der Regel Hebel zwischen 3 und 6. Da versuche ich gar nicht mehr Hebel zu machen, weil mehr Hebel lässt einfach meine Position zu stark schwanken. Dabei, ich würde ein zu großes Risiko damit fahren. Das Chance-Risiko-Verhältnis ermittle ich im Basiswert selbst, indem ich dann sage, okay, ich habe ein gewisses Maß an Verlust, was ich riskiere. Und das wird dann einfach nur durch den Hebel gehebelt, die Chance wie Risiko. Am Verhältnis ändert sich daran nichts. Mein Risiko von dem Gesamtvermögen manage ich aber darüber, indem ich sage, von meinem Gesamtvermögen möchte ich in einer einzelnen Position zwischen 1% und 3% riskieren. Weil ich habe selbst keine Trefferquote von 100%. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand hat. Ich muss damit rechnen, dass ich irgendwo Verluste mache. Die muss ich einkalkulieren. Und das heißt, wenn ich das über das Gesamtvermögen berechne, und dann kann ich es mir jetzt einmal leisten, dass ich mal 10-mal in Folge daneben liege, wenn ich jedes Mal 1% riskiert habe von meinem Gesamtvermögen. Dann habe ich zwar 10% verloren, würde ich jetzt aber in eine Position All-In machen, langt mir ein Trade und ich bin tot. Genau, das ist ja oftmals das Problem, ja. Dann letzte Frage noch von Horst aus dem Internet. Mit welchem Indikator, wenn du einen nutzt, sicherst du einen Trend ab? Oder sicherst du den Trend mit der Chartanalyse ab? Oder sagst du, okay, du nimmst zum Beispiel den MACD, den du gezeigt hast, und sagst, okay, wenn der dreht, dann verkaufe ich. Also ich handle vorwiegend Trendfolgemodelle und versuche dann über einen Trailing-Stop den Stockkurs nachzuziehen, und da verwende ich im Prinzip einen Ansatz von der Dow-Theorie, dass ich sage, ein Aufwärtstrend ist gekennzeichnet durch steigende Tiefpunkte. Das bedeutet, ich habe eine Bewegung, die geht nach oben, geht wieder nach unten, und ich habe immer wieder steigende Tiefpunkte, und knapp unter diesen Tiefpunkten platziere ich dann meine Stoppkurse und rechne mir dann allerdings von meiner in den Gewinn laufenden Position auch immer aus, würde dieser Stoppkurs denn nicht da platziere, noch dem Risiko von zwischen 1% und 3% entsprechen. Ansonsten müsste ich einen Teil von meiner Position eventuell schon verkaufen. Okay. Vielen Dank. Sind jetzt noch Fragen aufgekommen bei Ihnen?
Ansonsten möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, Stefan. Da möchte ich mich bei Ihnen auch bedanken, die hier alle hier hingekommen sind zum Börsentag München und auch zum ING Markets Trading Tag. Bei den Zuschauern zu Hause wollen wir uns natürlich auch bedanken, die wahrscheinlich zahlreich zugeschaut haben. Es kamen ja einige Fragen rein. Und wir würden uns wünschen, dass Sie dann beim nächsten ING Markets Trading Tag auch wieder dabei sind, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn wir Sie dann im Club auch begrüßen dürfen als neue Kunden. Vielen Dank und ein schönes Wochenende noch.